So, guten Morgen, Leute. Wir haben, wie viel haben wir? 8 Uhr, kurz nach 8, ne? Ja, kurz nach 8. Ja, wir sind bereit, also wir ist Marcel und ich. Das ist heute mein Kameramann, also falls irgendwas heute schief läuft, er ist schuld. Mich sieht man heute nicht so oft. Ja, zwischendurch. Ja, zwischendurch. Zwischendurch. Ja, auf alle Fälle warten wir jetzt noch auf den Jens, der kommt nämlich auch. Und zwar hat Philips uns eingeladen nach Frankfurt zur Automechanika, zur Messe. Die haben uns auch noch zusätzlich so eine geile Dashcam geschickt. Hier, die werden wir jetzt gleich mal auspacken und direkt dran machen. Ich habe schon eine Speicherkarte reingetan. Ich bin ein bisschen vorbereitet natürlich, ne? Ja, die werden wir ins Auto packen. Wie die Qualität ist, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Würde ich sagen, lassen wir die Bilder dann gleich sprechen. Wie gesagt, wir warten jetzt noch auf Jens und dann geht's los. Wir haben ungefähr 3 Stunden Autofahrt. Eineinhalb. Mit Pause. Ne, zweieinhalb knapp. Ja? Ja, das ist nicht so Okay. weit. Das sind nur 240 Kilometer oder 280 Kilometer oder so. Es ist alles machbar. Es ist machbar. Verkehr. Ja, das ist halt so eine Sache, wollte ich gerade sagen. Ich habe halt mit Verkehr geguckt, ich habe genau im Traffic-Dings geguckt. Aber ist egal für euch, wir sehen uns da. Hallo Marc! Hallo! Hallo! Erzähl doch mal, wie viele Kilometer haben wir noch? 89! 89! Tatsache. Ja, kannst du das sehen? Das ist nicht meine Energie. Doch, vom Jens. Hey! Ja, stimmt. Sieht man. Ah, nicht ganz doch. Ja, also bei der Es wackelt ziemlich. Uhrzeit dürfen wir wohl mal Energy trinken, ja? Also Ja, das bitte. stimmt wohl. Ja. Und relativ früh aufgestanden, dass wir heute losfahren konnten. Genau. Ja. Ja, du warst früher wach Bei als ich. Jens geht auch. Weil ich war Philipp vor 7 war. Hallo. Ja, also stimmt, du bist jetzt das erste Mal jetzt im Video. Also wir haben ihn jetzt eingesammelt, mehr oder weniger. Ja, hallo. Wir haben ihn auf dem Rastplatz gefunden. Ne? Ich stand da rum. Ja, einfach mitgenommen am Rastplatz. Komm, den nehmen wir mit. Der sieht sympathisch aus, den nehmen wir mit. Kann man gebrauchen. Nee, also wie gesagt, 87 Kilometer haben wir jetzt noch. 5er macht gut. Ne? Keine Ja. Gasgerüche im Auto, ne? Ja. Bis jetzt nicht. Bis auf wie vom Markt. Ja, also ich bin guter Dinge, ehrlich gesagt. Wir sind voll in der Zeit. Oh, die Leiste ist los, was macht's? Nein, lass die Leiste da ran. Auf, der Jens macht mein Auto. Ich würde sagen, wir melden uns, wenn wir da sind, weil das ist nicht mehr so lang. Ja, wir sind da. Wir haben es geschafft. Jens ist auch da. Hier. Doch, du musst ein bisschen lauter sprechen. Nee, das passt schon, das passt schon. Wir suchen jetzt den Philips-Stand und sagen mal Hallo. Ne? D, ne? Hier lang. Ja. Ja, müssen wir mal durchgehen, gucken, einfach mal suchen. Ich bin Gott sei Dank raus aus der Nummer rein. Kommst du mit? Ich bin super mitgekommen. Ja, ganz alleine. Ja, wir gehen erstmal einmal mit dem Stand rum und dann gucken wir gleich mal, wo wir so chillen alles. Ich stoß da kurz an. Marc, ganz alleine. Ja, Mann, voll verloren. Wir waren gerade bei Philips. Wir waren jetzt noch kurz pinkeln, aber egal, der ist gekommen. Ne? Und ja, gleich kriegen wir eine Führung und dann erklären wir uns ein bisschen was und das finde ich eigentlich ganz ziemlich cool, weil es auch interessant ist wegen der LED-Technik. Wo war man denn jetzt lang? Da, ne? Und dann geradeaus und dann rechts. Ja, oder so. Am Café. Genau, am Café. Genau. Und ich habe schon, guck mal hinter dir, für die Leute. Hier. Am Tisch. Oh, ist das geil, oder? Fast so sauber wie deine, ne? Also wir haben hier auf alle Fälle was zu gucken, was auf alle Fälle richtig geil ist. Ich sage ganz oft auf jeden Fall oder so, auf die Fälle. Ja. Ja, aber das hier ist, links der Stand ist auch ziemlich interessant. Oh ja, guck mal. Ja, egal. Gucken wir gleich in Ruhe, nachdem wir bei Philips gewesen sind. Ja, die haben uns schon schließlich eingeladen. Dankeschön übrigens. Ja, vielleicht ganz kurz zur Einführung. Wir haben ganz viele Produkte hier, die nicht unbedingt vorrangig für den deutschen Markt sind, weil es eine weltweite Messe ist. Das heißt, wir sprechen hier auch über LED-Retrofits. Die sind in Deutschland nicht zugelassen. Wir zeigen sie hier trotzdem, weil wir, wie gesagt, ein weltweites Publikum haben. Wir haben ganz viele Kunden hier aus Asien, aus Lateinamerika, wo man diese Produkte zumindest teilweise verwenden darf. Deshalb sehen wir sie gleich. Wir schauen sie uns auch mal an, einfach nur um zu sehen, was technisch möglich wäre, wenn es erlaubt wäre. Wir fangen aber hier mal mit so Produktbereichen an, die auch eigentlich von unserem eigentlichen Geschäft, nämlich Fahrzeugbeleuchtung, so ein bisschen weggehen. Wir haben nämlich einmal mitgebracht dieses Gosure TS60i. Das ist ein RDKS, also ein Reifendruckkontrollsystem zum Nachfluss. In Neufahrzeugen inzwischen, sogar vorgeschrieben, glaube ich. Mann schon. Hier habe ich die Möglichkeit, wenn ich es nicht eingebaut habe, werkseitig, ich aber es haben möchte, weil ich den Mehrwert sehe, habe ich hier die Chance, es nachzurüsten. Das heißt, wir haben hier diese vier
sind hier zwei Sensoren, die werden an den Reifen eingebaut. Okay. Die funken drahtlos zu dieser Empfängereinheit, die positioniere ich auf, der, auf dem Dashboard, also auf dem Armaturenbrett. Genau. Und die funken dann jeweils zwei Daten, nämlich einmal den Reifendruck und einmal die Temperatur. Genau. Ich sehe das hier sehr schön, wenn Sie gerade nehmen. Oder man muss ein bisschen runtergehen. Dann sieht man hier sehr schön die Werte. Der zeigt jetzt gerade so einen Demo-Alarm vorne rechts, wäre also hier der Wert nicht in Ordnung. Ja. Das Schöne ist hier, das ist solarbetrieben. Das heißt, ich brauche keine Verkabelung irgendwo runter. Das ist und das ist ein Superkondensator drin. Das heißt also, ich stelle es hier und lädt sich immer wieder auf und speiere das dann. Und das Ganze funktioniert per Funk, wie gesagt, also nirgendwo so ein Kabel. Du musst das aber hier drin nachrüsten. Es gibt auch Lösungen, die man sich draufschrauben kann. Genau, ja, die kenne ich zum Beispiel. Das ist aber deutlich präziser hier. Das ist aber auch eine Batterie drin. Da ist eine Batterie drin, die hält 5 Jahre. Nach 5 Jahren, jetzt ist es hier gerade, nach 5 Jahren muss man das dann tauschen. Also man kann nicht die Batterie separat tauschen? Nein, man muss dann den Sensor, den Sensor tauschen. Aber ich denke, nach 5 Jahren sollte das sowieso... Exakt. Ist wie gesagt ein Set, kommt mit 4 Sensoren in der zentralen Einheit und ist demnächst im deutschen Markt. Finde ich ziemlich cool. Ich hab halt so ein Teil, was man auf die Ventile draufschraubt. Ja, die Gefahr ist ja, es ist ein sicherheitsrelevantes Teil. Das heißt, ich verlasse mich auf die Ventile. Genau. Und dann möchte ich eigentlich nicht in die Irre geführt werden von einem Wert, der mich in Sicherheit wiegt, wo der Wert vielleicht gut aussieht, aber in Wirklichkeit ist der Wert schon inzwischen zu gut. Ja. Wir gehen jetzt schon mal rüber. Ganz anderes Produkt, ganz anderes Thema. Ein Produkt, was es auch erstmal so in Europa nicht geben wird, was wir aber so ein bisschen zeigen. Und die zeigen, dass es heute möglich ist. Es geht um das Thema in die Luft im Fahrzeug. Das heißt, die Luft, die ich also atme, wird zum einen hier natürlich über den Luftfilter von außen eingebracht ins Fahrzeug, aber auch wenn ich die Tür öffne. Diese Luftfilter sind nicht unbedingt immer die leistungsfähigsten. Hiermit habe ich die Möglichkeit, die Fahrzeuginnenraumluft zu filtern. Man sieht, also zusätzlich zu dem normalen Luft. Zusätzlich, genau. Das heißt, die Luft wird umgewälzt, die Luft wird gefiltert. Und ich sehe hier, wir haben so einen mehrstufigen, dreistufigen Filter, der also im Endeffekt wirklich den größten Teil aller Schadstoffe aus der Luft entfernt. Damit habe ich bessere Luft im Fahrzeuginnenraum. Finde ich persönlich interessant für alte Fahrzeuge. Für alte Fahrzeuge, ich kann auch relativ gut Gerüche entfernen, natürlich nicht komplett, aber relativ gut. Es ist ein Riesenthema und daher haben wir es mitgebracht. Jeder, der schon mal in einer asiatischen Großstadt war, ich nehme mal Shanghai als ganz gutes Beispiel, der weiß, aber aus den Medien vielleicht schon gesehen, da gibt es Riesenbelastung, noch viel schlimmer als bei uns. Riesenbelastung von Schadstoffen. Wie man durch Antwerpen, da hingefahren, das auch. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch so. Und hier habe ich die Möglichkeit, mir also diese Werte sowohl anzeigen zu lassen, man sieht das hier, das ist jetzt der Wert, den ich im Fahrzeug habe, hier in der Halle ist jetzt eine relativ gute Luft, ich kann es darüber steuern, ich bekomme dann auch die Historie angezeigt, ich kann das mit dieser App aber auch so verknüpfen, dass ich mir Umgebungswerte anzeigen lasse, dann könnte mir hier also irgendwo auf der Welt, wenn ich mir reinzoome, die Werte anzeigen lassen, entlang meiner Fahrtroute und würde dann sehen, das ist ein bisschen langsam hier gerade, würde dann sehen, wie ist die Luft in dem Bereich, wo ich gleich hinfahren will. Man könnte entsprechend dann über die App oder auch über das Gerät selber die Leistung erhöhen. Okay. Das ist wie gesagt einfach mal so ein bisschen zu sagen. Da muss ich für den Moment passen, weil es ein Gerät ist, wo wir nicht europäisch. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, klar. Ja. Das ist sehr interessant. Kann ich gerne auf der Wand Antwort ist gegeben. Haben wir das geklärt? Kommen zum Bereich Automobilbeleuchtung. Automobilbeleuchtung ist unsere DNA, da kommen wir her. Da haben wir eine Erfahrung von über 100 Jahren. Und wir haben verschiedene Produkte jetzt hier mitgebracht. Das ist ein Produkt, der nennt sich Philips White Vision Ultra. Ist eine Halogenscheinwerferlampe. Ich kann sie gegen bestehende Halogenscheinwerferlampen austauschen. Und sie hat einen Effekt, sie liefert mir nämlich extrem weißes Licht. Man sieht das sehr schön im Vergleich. Im linken Bereich eher so ein bisschen das Gelbliche, das Standardlicht, also rechts die White Vision Ultra mit einem sehr weißen Licht, macht einen schönen Effekt im Scheinwerfer. Ist für die, all die Autofahrer, für die Autoenthusiasten, ist modern, angenehmer. So. Der Punkt ist halt immer, eine solche Laufwärmung, eine Weißwärmung des Lichtes funktioniert immer über eine Beschichtung der Scheinwerfer. Meistens so bläulich. Bläulich, exakt. Genau. Das haben die ja auch. Und immer dann, wenn ich eine Beschichtung aufbringe, nehme ich auch gleichzeitig wieder ein bisschen Licht weg. Das heißt, ich muss den Ferner Leistung steigen. Das geht immer auch ein Stück weit auf Kosten der Lebensdauer. Okay. Das ist immer wichtig, im Hinterkopf zu halten. Ja, und wir haben hier, glaube ich, 55 Watt pro Burner, glaube ich. Genau, und wir haben hier eine Lebensdauer bei der H7 von 200 Stunden. Okay. Weil wir halt extrem viel Licht auf die Straße bringen und 60% mehr Licht auf der Straße sicherstellen können. Das ist nicht viel. Aber das ist eine zugelassene Lampe. Und kombiniert eine
legale Lösung mit diesem schönen Blaueffekt von 4200 Kelvin. Okay. Das ist, aber nicht durch höhere Leistung? Durch höhere Leistung, aber nicht durch Leistungsaufnahme, sondern durch einen optimierten Brenner. Okay. Ein anderes Produkt, was wir auch neu haben, da gehen wir einmal hoch. Okay. Extreme Vision GeForce. Extreme Vision GeForce ist eine Lampe, die basiert auf der Extreme Vision Lampe, die wir haben. Und die Extreme Vision Lampe ist bei uns im Portfolio die beste Kombination aus Lichtleistung und Lebensdauer. Lichtleistung und Lebensdauer ist wie so eine, kann man sich so ein bisschen wie eine Waage vorstellen. Geht die Lichtleistung rauf, geht die Lebensdauer runter. Und hier haben wir eine ganz gute Balance gefunden. Wir bieten 130% mehr Helligkeit auf der Straße. Und das bei einer relativ zuverlässigen Lebensdauer von 450 Stunden. Also schon mal, das ist ein Wert, der ist in dieser Mehrlichtklasse extrem gut. Wenn man sich mal so anschaut, was im Markt da passiert, dann wird man feststellen, das ist ein extrem guter Wert. Und wir haben jetzt ganz neu hier mitgebracht, Extreme Vision GeForce. Da kommt ein neuer Aspekt dazu. Jeder, der irgendwie auf Straßen unterwegs ist, weiß, die sind nicht immer schön glatt. Da gibt es Schlaglöcher, da gibt es Hubbel, da gibt es Kanten, mal mehr, mal weniger. Mhm. Und GeForce tut Folgendes. Man sieht das gerade in dieser Zeitlupe-Animation, oder in dieser Zeitlupe-Aufnahme ganz schön. Wenn ich zu viele mechanische Stöße habe, kann es passieren, dass die Wendel sich verbiegt und am Ende sogar bricht. Und dann fällt sie aus und sie hat vielleicht noch gar nicht die Lebensdauer erreicht. Aber durch mechanische Stöße wird sie halt zerstört. Also was Schlaglöcher und Bahnen. Schlaglöcher, okay, okay. Wunderschönes Beispiel, Schlagloch. Was passiert? Die Lampe vibriert. Das hier, das sind so Tests, die wir fahren. Und mit dem Extreme GeForce stellen wir halt sicher, dass die ganze Lampe schockbeständig ist. Man sieht das hier, die Wendel bleibt relativ stabil, trotz der gleichen Stöße, bleibt relativ stabil und bleibt, kann weiter leuchten. Wenn ich das nicht habe, dann passiert halt, wie gesagt, der Fall, die Wendel verbiegt sich und kann den Schützen verbeißen. Das ist das Schlimmste eigentlich, wenn man die so. Genau. Wenn sie ihre Lebensdauer nicht erreicht hat, genau. Und hier geht es halt ganz viel darum, perfekte Materialien zu nehmen. Da gibt es ganz viel Know-how. Und man sieht es hier vielleicht im Detail. So eine Wendel ist winzig klein. Und trotzdem muss sie extrem präzise gewickelt werden. Und nur wenn man das wirklich exakt beherrscht. Und dann stellt man zum einen sicher, dass ich diese hohe Lichtleistung habe, dass ich diese hohe Lebensdauer habe. Und gleichzeitig auch diese Vibrationsbeständigkeit, dass da nichts passieren kann, dass sie an Stößen und Schlagwellen überstehen. Aber jetzt ist es direkt auf die Verbindung. Das sind 3500 Kelvin, die ist nicht so weiß wie die anderen. Genau, wollte ich gerade sagen, ja. Wir haben ganz viele Autolampen im Sortiment, weil jeder Autofahrer ist ein bisschen anders. Ja, und klar. Ich sag mal, jetzt derjenige, der Spaß am Autofahren hat, der ein Auto-Enthusiast ist, der das als Hobby betreibt vielleicht sogar, der an seinem Auto bastelt, der sagt vielleicht, ich will möglichst viel Licht haben oder ich will möglichst weißes Licht haben. Das sind ganz andere Anforderungen als jetzt vielleicht jemand, der, ich sag mal, Taxi fährt, innerstädtisch, wo immer ein bisschen Licht ist, wo es einfach nur um Lebensdauer geht. Und dann ist vielleicht eine Long-Life-Lampe, die eine gute, eine sichere Lichtleistung hat, aber weniger als hier. Und das Ganze aber mit extrem langen Lebensdauer kommt in die richtige Lösung. So ist jeder Autofahrer anders und für jeden Autofahrer ist es fast. Ist sie auch nicht so beschichtet, ne? Genau. Da ist ja nur so halb beschichtet. Exakt. Damit deswegen ist sie halt nicht so weiß. Okay, ich werde nichts weiter machen, der macht das perfekt, ich kann gehen. Nein, völlig richtig, das ist der Punkt hier. Da geht es nicht um den farbigen Effekt. Das ist eine etwas höhere Farbtemperatur, weil man die auch angenehmer wahrnimmt, weil ich dann besser sehen kann. Aber hier geht es nicht um Styling, hier geht es um maximale Lichtleistung kombiniert mit möglichst langer Lebensdauer und Bewusstsein. Klar. Wir machen das ist der beste Kompromiss. Genau, das ist eigentlich eine extrem gute. Genau. Wobei es eine extrem Hochleistungslampe ist. Also innerhalb dieses Mehrlichtbereichs, das ist ein guter Kompromiss. Aber es ist halt schon wirklich eine Lampe, die auch mehr Licht auf die Straße bringt. Wenn man weißes Licht haben will, dann ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben hier auch Produkte, die sind nicht zugelassen. Ganz wichtiger Hinweis, wir haben das hier nochmal, es ist auch mal in Verpackung. Wir verkaufen diese Produkte in Deutschland nicht, sie sind nicht zugelassen. Man kann sie in einigen Ländern kaufen, unter der Prämisse Offroad oder nur für Rallye-Nutzung. Da gibt es auch diese Lightbars für Start-Offroad und so weiter. Gibt es auch, wie gesagt, es gibt viele, die hier, wie gesagt, ganz wichtig, wir bieten sie in Deutschland nicht an. Ich glaube trotzdem, ich würde es gerne kurz zeigen, weil es ein spannendes Thema ist. LED ist State of the Art. Das wird denn irgendwann sowas? Das liegt nicht in unseren Händen. Wir hoffen da auf die Gesetzgebung. Aber was man natürlich im Hinterkopf immer behalten muss, ist, es geht nicht nur darum, Gesetze zu ändern, sondern man muss auch sicherstellen, dass die Parameter funktionieren. Bei uns ist Sicherheit ganz wichtig. Ich habe das vorhin bei den Halogenlampen erklärt. Wir sehen das auch hier.
uns geht es darum, einen sicheren Lichtkegel zu erzeugen, ja, eine sichere Fahrbahnausleuchtung zu erzeugen. Dass man die Gegenfahrt nicht blendet. Und nur wenn der Gesetzgeber diese Regularien für LEDs herstellt, nur dann kann man auch sagen, okay, dann ist es wirklich offen und dann macht es Sinn für alle. Also von daher müssen wir uns auf den Gesetzgeber verlassen, auf die Gesetzgebung verlassen und hoffen, leider, dass es da entsprechende Richtlinien gibt. Ganz kurz aber zu dieser Produktgruppe, das ist OEM-Performance. Das heißt, das sind die gleichen Chips, die wir in der OEM, also in der Erstausstattung, in der Erstausrüstung von LEDs nutzen. Das heißt, ich habe ein extrem helles Licht, 250% mehr Licht zum Halogenstandard, zum vorgeschriebenen Halogenstandard. Ich habe ein sicheres Licht im Sinne von, ich erfülle diesen Lichtkegel, die Fahrbahn ausmachen. Das gucken wir uns aber gleich nochmal in echt an. Ich treffe genau die Farbtemperatur, die auch bei den meisten Erstausstattungen verwendet wird, nämlich 5800 Kelvin. Das ist genau der Bereich, wo ich hin will. Und ganz wichtig ist das Thema Hitze. Viele Autofahrer denken, Hitze, das hat ja irgendwie mit LEDs gar nichts zu tun, weil die strahlen ja keine Hitze ab. Das machen ja die. Da sieht man schön unten, dass die. Exakt. Genau. Hitze ist ein großes Thema bei LEDs aus zwei Punkten. Zum einen Lebensdauer. Damit ich eine langlebige LED habe, muss ich kontinuierlich dafür sorgen, dass die warme Luft abgefüllt wird. Das tun wir einmal mit so einer passiven Kühlung, zum Beispiel bei der H4-Äquivalent-Variante. Und das tun wir mit so einer aktiven Kühlung bei der Äquivalentlampe zur H7. Da führen wir mit einem kleinen Ventilator die warme Luft weg und führen kältere Luft hinzu. Weil nur dann, wenn ich das habe, stelle ich auch sicher, dass die Lampe, und da reden wir über diesen Hot-Lumen-Wert, also wie ist die Lichtleistung im Betriebszustand, im heißen Zustand. Und ich muss sicherstellen, dass wenn ich eine bestimmte Temperatur bei der Lampe erreicht habe, dass dann trotzdem noch eine gute Lichtleistung ist. Super. Und wenn ich das nicht habe, dann ist die Gefahr. Das stimmt wohl. Das ist eine Standard H7-Lampe, die wir hier in Nordfahrt haben. Das sind mehrere Dinge hier zu erkennen. Einmal eine schöne homogene Ausleuchtung. Ganz wichtig aber die sogenannte Cut-Off-Linie. Das ist die Linie zwischen hell und dunkel. Das ist ganz wichtig, weil wenn da drüber Licht fällt, dann blendet man den Gegenverkehr. Ja. Gleichzeitig ist sie so ein bisschen asymmetrisch, das heißt, es geht rechts weiter hoch, die leuchtet. Das ist beim Rechtsverkehr genau. Fahrbahnbereich weiter aus. Weil das ist ja der Bereich, wo Fahrbahnmarkierungen sind, wo Hinweisschilder sind. Und da blende ich auch den Gegenverkehr. Gleichzeitig haben wir da so einen etwas helleren Punkt. Der ist ungefähr in dem Knick, das sind so ungefähr ab 50, 75 Meter vor dem Fahrzeug, da ist viel Licht. Weil da kann ich, wenn ich da viel Licht habe, dann habe ich noch Zeit zu reagieren. Ja, das ist ja das, was die bemängeln bei, sag jetzt mal, billigen Nachrüst. Die gucken wir uns gleich an. LEDs. Das zeigt einmal ganz kurz den direkten Vergleich zu unserer neuen LED-Lampe. Und dann sieht man mehr Licht. Ja. Ich habe ein sehr schönes weißes Licht. Und breiter. Ich habe auch ein breiteres Licht, weil ich habe mehr Licht. Und dann kann ich es entsprechend weiter verteilen. Ja. Aber ganz wichtig, ich sehe diese Kante, diese Cut-Off-Linie, und ich sehe auch das asymmetrische Lichtkegel. Das ist, entspricht, wie gesagt, von der Charakteristik her, entspricht das einer Halogenlampe. Sehr geil. Wenn ich da jetzt rüber schalte. Und das ist ganz wichtig, weil wenn ich das nicht habe, und jetzt schauen wir uns einmal im Vergleich dazu an, was passiert, wenn ich irgendeine Lampe nehme, wo LEDs irgendwo sind, dann sehe ich hier zwei ganz wichtige Sachen. Zum einen, Licht ist da drüber. Hier muss man sich denken, weil man sieht sie gar nicht. Ne? Licht kommt über die Cut-Off-Linie, das heißt, ich blende den Gegenverkehr, das ist das eine. Licht ist aber auch ganz viel weiter unten. Und wenn ich Licht in diesem Fall hier ganz weit unten habe, ganz weit unten, steht nur dafür, dass es direkt vor dem Fahrzeug ist. Genau. Und wenn es vor dem Fahrzeug ist, dann hilft es mir nicht, rechtzeitig Hindernisse zu erkennen, und dann ist es eventuell zu spät. Ich schalte jetzt noch einmal ganz kurz auf die LED. Man sieht, da ist so ein heller Fleck auch wieder. Ja. Und das ist wieder genau der Bereich, wo wir das Licht haben. Es geht nicht nur um mehr Licht, es geht auch, wo ist das? Okay. Und das sieht man hier in diesem Vergleich ganz schön. Ein Kommentar zum Thema LED und was da geht. LED ermöglicht es mir heutzutage, ganz viele Funktionen am Fahrzeug zu ersetzen. Das heißt, ich kann ganz viele Punkte, ganz viele Einsatzorte, wo ich heutzutage eine Halogenlampe oder eine konventionelle Lampe verwende, kann ich inzwischen durch eine LED ersetzen. Okay. Das sind ganz viele Signalbereiche, das sind aber auch, das haben wir gerade angeschaut, Frontscheinwerferlampen. Aber, wie gesagt, ganz wichtig, nicht zugelassen, deshalb kann ich keinen empfehlen, zu verkaufen. Alle nicht zugelassen. Wir zeigen es Ihnen ganz bewusst, um einfach zu zeigen, was ist technisch heute machbar, was wäre heute möglich, wenn es zugelassen wäre. Die LEDs sind da, die Technik ist da, finde ich auch gut. Ist beherrschbar, aber wie gesagt, immer vor dem Hintergrund, okay, es ist nicht für den deutschen Markt. Vielleicht schafft man damit ja auch, dass es geändert wird. Das werden wir sehen. Wollen wir hoffen.
Wir haben noch ein weiteres spannendes Thema mitgebracht, nämlich das Thema Dashcams. Ja. Das ist in Deutschland echt gerade so ein bisschen Trendthema. Ja, die haben wir auch drin. Wunderbar. Wir haben nochmal 20 Geld. 20 hat einen riesen Vorteil. 20 hat ein extrem gutes Objektiv drin. Das ist ein Weitwinkelobjektiv, 140 Grad Sichtwinkel. Das heißt, ich kann, man sieht, sehr schön vier Fahrspuren gleichzeitig filmen. Ich habe also eine gute Übersicht. Ich habe ein lichtstarkes Objektiv mit einem Blendenwert von 1,8. Man sieht das auch im dunklen Bereich, kann ich sehr schön Details aufnehmen und habe die Möglichkeit, und das ist wichtig, damit es Straßen zugelassen ist, damit es erlaubt ist, habe die Möglichkeit, anlassbezogen aufzunehmen. Das heißt, Anlass kann sein, entweder ein Crash, da ist so ein Sensor drin, der erkennt einen Unfall, der erkennt einen Einschlag oder eine Kollision. Dann wird automatisch der vordefinierte Zeitraum davor und danach gespeichert. Das ist wie so eine Blackbox, die läuft die ganze Zeit. Aber, und das ist ganz wichtig, überschreibt immer wieder die Aufnahme. Wir haben sie nicht dazu da, um jetzt wirklich Fahrten, längere Fahrten zu dokumentieren, sondern es kontinuierlich zu überschreiben. Und wenn es zu einem Unfall kommt oder wenn ich irgendwie bedrängt werde oder eine gefährliche Situation habe, dann drücke ich einen Knopf, dann wird die Aufnahme abgespeichert und in einem extra Ordner abgespeichert. Dazu kommen wir auch hier, es ist ein Produkt, was mit Apps kompatibel ist, das heißt, es gibt dazu eine App, da kann ich die Aufnahme runterladen, da kann ich Einstellungen vornehmen und auch das wieder zeigt ein bisschen, wo die Reise hingeht. Mhm. Ganz viele Dinge, die ich mit meinem Telefon verbinden kann, ganz viele Dinge, die untereinander funktionieren. Und hier das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Die hat sich ja, gut, aber das kommt vielleicht noch. Ja, und hier sehen wir auch so eine modulare Geschichte. Ich habe so einen GPS-Sensor, ich kann also die bestehende Saugnerfaltung kann ich austauschen mit eine, die ist minimal größer und habe da einen GPS-Sensor drin, der es mir ermöglicht, diese GPS-Daten mit in dem Kamera, mit dem Film zu speichern. Das heißt, ich dokumentiere auch noch, wo ist was passiert. Also nicht nur die Frage, wann, um welche Uhrzeit, sondern auch noch, wo ist es passiert. Ja. Das zweite Modul, was dazu gibt, ist die Rückkamera. Und dann kann ich auch den Bereich hinterm Fahrzeug aufnehmen, wenn hinter mir irgendwas passiert, wenn von hinten kommt. Wir haben jetzt hier die Nummernschilder natürlich für Pixel, aber die Aufnahmequalität, man sieht das glaube ich ganz gut, ist hoch genug, um alle Designs für Aufnahme. Ja, da kommt die Blende auch gut. Ich habe es ja gemerkt, auch mit 1,8 super. Ja, mal um, wir springen jetzt so ein bisschen zwischen den Bereichen. Wir gehen einmal in diesen Lichttunnel hier rein. Jetzt gehen wir einmal hier vorne. Von der anderen Seite, ja. Wir stehen seit einigen Jahren nicht nur für den Bereich Automobilbeleuchtung, sondern auch Arbeitsbeleuchtung. Oh, das ist ganz wichtig. Genau, das ist ganz wichtig. Und für uns kombiniert das einfach zwei Bereiche extrem gut. Wir sind Lichthersteller, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das liegt in unserer DNA, gutes Licht zu produzieren, gute Lampen zu produzieren. Und wir kombinieren das hier mit unserem Wissen und das Werkstattgeschäft, was Werkstattprofis brauchen. Und haben inzwischen ein großes Portfolio, ein großes Angebot an Arbeitsbeleuchtung auf den Markt gebracht. Diese Arbeitsbeleuchtung für uns steht im Wesentlichen für drei große Bereiche. Der erste Bereich ist natürlich das Thema gutes Licht. Das ist für uns extrem wichtig. Und gutes Licht heißt, bei einer Arbeitslampe auf eine relativ kurze Distanz einen großen Bereich ausleuchten kann. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, die Fläche soll gleichmäßig ausgeleuchtet sein. Ich will jetzt nicht einzelne helle Flecken haben, sondern eine gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Und Punkt 3 ist, ich brauche eine gute Farbtemperatur. Wenn die Farbtemperatur zu hoch ist, dann bin ich zwar aufmerksam, aber dann wird es anstrengend für die Augen. Wenn die Farbtemperatur zu niedrig ist, dann entspanne ich mich. Das ist so der Effekt von zu Hause. Ja, dann hat man schön warmes, gelbes Licht. Das ist eher so, dass es entspannt. Das heißt, die Farbtemperatur muss stimmen. Thema Licht, Punkt 1. Punkt 2 ist die Flexibilität. Wir wissen, auch jeder Schrauber kennt das. Ich habe ja nicht immer beide Hände frei, um das Produkt irgendwo, um die Lampe irgendwo festzuhalten. Yeah. Das heißt, alle unsere Lampen haben entweder so einen Aufsteller hier, haben entweder einen Haken hier, wenn man hier sieht, den man rausmachen kann, das ist festhängen, haben einen Bügel, den ich drehen kann, und jetzt mache ich den mal kurz aus, nehme die wieder, haben einen Magneten, das heißt, ich kann sie positionieren, kann sie dann anschalten und ausrichten. Das heißt, Flexibilität. Ich kann sie irgendwo befestigen, sei es mit Haken, sei es mit Magneten oder Klappbügeln, und habe dadurch die Möglichkeit, meinen Arbeitsbereich auszuleuchten, ohne dass ich meine langen Hände habe. Sehr wichtig. Das ist perfekt. Das ist richtig gut. Der dritte Punkt ist, also Licht, Flexibilität, und der dritte Punkt ist Haltbarkeit. Das sind Produkte, die sind nicht, ich sag mal, so salopp für den vergleichbar mit Baumarktprodukten, wo ich irgendwie fallen lässt. Exakt. Ganz wichtig ist, die müssen haltbar sein. In der Werkstatt, aber egal ob professionell oder Hobbybereich, fällt die auch schon mal runter. Und deshalb alle unsere Produkte sind IPK klassifiziert. Man sieht das in dieser Übersicht ganz schön, dass wir
diese Klassifizierung für alle haben. Und die B sagt was aus über das Eindringen. Die erste, Wasser, Ziffer, Wasser, ne? erste Ziffer steht für Staub, die zweite für Wasser. Und in dem Fall zum Beispiel 68 sagt, die 6 steht für staubfest. Und die 8 sagt, ich darf es auch unter Wasser halten. Und also wie die Hände. Ja, genau. Und die K-Klassifizierung sagt was über die Stoßfestigkeit. Das heißt, das Produkt, die Lampe darf runterfallen, auch mehrfach runterfallen, auch alle Seiten runterfallen. Und das ist, wie gesagt, ein ganz wichtiger Bereich. Wir spielen da in der Liga von professionellen Werkzeugen. Das ist jetzt... wie oft fällt eine Lampe aus der Hand? Ehrlich, ja. Das ist unglaublich. Wie gesagt, man sieht diese Sachen, die ich gerade erklärt habe, hier sehr schön. Klammern, Magneten, Haken an allen Produkten. Ja, man sieht die... Ja, also wie gesagt, einige Produkte sind jetzt ein bisschen unterschiedlich. Man, vielleicht gleich einfach mal ausprobieren, die ganzen Dinger. Aber man sieht die... Ja, aber fast unterschiedlich. Super. Große Robustheit, auch widerstandsfähig gegen Lösungsmittel, gegen Fette und so weiter, was ich in der Werkstatt habe. Und hier oben alles zum Thema Lichtqualität, hohe Lichtleistung, breiter Leuchtwinkel, ganz wichtig, damit ich nicht weit weglegen muss. Es ist alles LED, weil da sehen wir wieder, LED ist, was Lichtleistung angeht, das Haltbarkeit angeht, auch runter von Stromsparen und Stromsparen. Das geht vor allem bei den Akkulampen natürlich ein Thema. Ich will den Akku nutzen, weil er nutzen kann. Das ist ein Riesenthema. Wir haben hier ganz neue drei Lampen. Das sind diese drei. Diebstahlsicherung hier müssen wir gleich machen. Diese drei Lampen sind neu, die haben wir mitgebracht. Einmal die RCH5S, einmal die RCH25 und die PJH10. Das sind drei Lampen auch so ein bisschen für verschiedene Anwendungsbereiche. Eine sehr kompakte Lampe, die man also für eine schnelle Arbeit nutzen kann. Ich habe da oben auch noch was ins Sportlicht. Irgendwo jetzt im kleinen Bereich leuchten muss. Ich habe aber auch eine große Leuchte. Ich kann die auch runter dimmen. Wenn ich jetzt sage, ich brauche ein bisschen weniger Licht, dann dimme ich die einfach ein bisschen. Dann hält der Akku. Lange halten oder lange halten? Ne? Lange halten, genau. Okay, das wenn ich sie jetzt wieder lange halte, dann geht sie gleich wieder rauf. So auf maximal blinkt einmal und sagt mir jetzt so, jetzt bin ich auf maximal und habe schon eine gute Ausleuchtung hier. Das ist das etwas größere Produkt. Auch hier wieder eine Spot-Funktion, ein bisschen heller dann. Und habe hier auch wieder ein Hauptlicht, das ich auch wieder dimmen kann. Ich kann das immer auf 10% der Lichtleistung runternehmen. Ich habe mich selber ausgetrickst, habe es falsch runtergedimmt. So, jetzt machen wir es einfach richtig hoch. So. Und jetzt habe ich sie auf der maximalen Stufe. Kann sie aber auch, wie gesagt, überall mit Magneten beliebig befestigen und so ausbreiten. Super. Und dann hier, wie gesagt, als drittes dann der Strahler, der auch der ist richtig unter der Haube so. Ja, das sind, wie gesagt, die drei Neuheiten, die wir hier mitgebracht haben, das zusätzlich zu den ganzen, die wir ohnehin schon haben. Der finde ich super. Das ist, und es steht auch immer drauf, was für eine Klassifizierung. Genau, was für eine Klassifizierung. Und alle drei haben jetzt auch, das war so ein bisschen Wunsch unserer Kunden, dass sie gesagt haben, wir brauchen eine Batterieanzeige. Ja, perfekt. Und das ist jetzt bei den dreien auch neu dazugekommen. Und die sind alle per Station ab? Die beiden lade ich über so eine Station und die lade ich über den Ladekabel. Okay. Und ich kann die Station auch wechseln. Also die ist kompatibel. Okay. Das ist geil. Das ist sehr cool. Werkstattlampen sind immer so ein bisschen ein subjektives Thema. Der eine sagt, es soll was größer sein, der andere sagt, hey, ist mir zu groß. Ich sag mal so, wenn die Werkstatt gut ausgeleuchtet ist, reichen eigentlich die kleinen, für wo man arbeitet. Wenn man jetzt nicht so eine gut ausgeleuchtete Werkstatt hat, dann zum Beispiel über die Motorhaube eine lange Röhre oder sowas. Also was wir auch noch haben, das haben wir schon was länger im Angebot, ist dieses MDLS, das ist ein modulares System. Da sind drei, ich weiß jetzt gar nicht, wo die dritte Einheit ist. Das sind drei Einheiten und da ist die Idee mit diesen drei Einheiten, wenn das Licht aus verschiedenen Richtungen kommt, kann ich natürlich schattenfrei arbeiten. So, das ist ein bisschen wie bei Film und Fernsehen. Ja, da kommt das Licht auch aus ganz verschiedenen Richtungen. Wir eliminieren den Schatten, dadurch wäre das dritte Modul, dann wegen von unten. Und dann kann ich wirklich schattenfrei arbeiten. Ich habe also so ein Set mit drei einzelnen Handlampen, die ich einzeln benutzen will. Oder aber halt den einzelnen Modulen, alle drei Module zusammen. Wenn ich also Radkasten und die laden in der Box, kann die Box aber auch mitnehmen und irgendwo kann ich an den Rand schrauben. Also das ist gut. Da ganz flexibel und das ist einfach mal die Idee, Werkstattbeleuchtung mal von einer ganz neuen Seite zu sehen. Ja. Das ist wie gesagt so die Werkstattung und damit sind wir eigentlich am Ende. Weil ich glaube, ich brauche neue Werkstatt. Ja, das ist mir gerade auch voll geil gegenüber den Ja, das ist so das, was wir hier auf der Messe mitgebracht haben. Also man sieht das, glaube ich, ganz gut. Wir sind inzwischen nicht mehr nur, stehen wir nicht mehr nur für Licht, sondern was für Licht. Fahrzeugbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, aber auch viele Produkte, die so in den Bereich, was passiert sonst noch im Auto? Wie können wir die Fahrt für den Autofahrer sicherer machen? Wie können wir die Fahrt für den Autofahrer angenehmer machen?
dazu zählt das Thema Dashcams, dazu zählt aber auch ein RDKS-Reifen mit Kontrollsystem, dazu zählt aber auch die Luft von innen bei. All diese Themen verbinden wir inzwischen. Also ich bin super Fan von Dashcams, ja. Habe ich auch schon ein paar Mal bei mir auf dem Kanal gemacht. War eher so die billige, also jetzt nicht so die teure, aber zwischendurch waren auch mal ein paar hochwertige, auch mit Modulare, also auch hinten und vorne. Wobei ich sagen muss, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn das, wenn die Modulare hinten an der Kofferraumklappe gemacht wird, weil das Kabel immer im Knick, immer wieder im Knick steht. Das ist natürlich wie mit allen Nachrüstlösungen. Ja, klar. Also man geht auf ja, klar. Also eine Nachrüstlösung ist zwangsläufig, weil sie irgendwie nachträglich integriert wird, hat gewisse Schwachpunkte in der Summe. Aber für eine Limousine, die man direkt auf die Scheibe macht, super. Echt, also da ist halt immer bezogen auf das Fahrzeug. Es ist Top-Lösung. Aber Dashcams gehen ja sowieso aktuell durch die Himmel. Ja, in also Deutschland ist es so. Ein Riesenthema und ja, man merkt es auch. Ja, das war wie gesagt so der Rundgang. Genau. Dann sind wir eigentlich durch. So, mein Kameramann hat aufgegeben. Der hat Armschwäche, oder? Der Arm wäre hier. Ja, hier. Guck mal die Muskeln hier. Ja, wir waren gerade bei Felix. Echt ultra interessant, meiner Meinung nach. Also das mit den Werkstattlampen hat mich am meisten interessiert. Habe ich aber auch schon von Anfang an gedacht. Oh, da steht ein schönes Auto, hast du gesehen? Ja. Guck mal hinter dir. Das ist Jens. Hallo. Ja. Werden auch gefilmt. Ja. Müsste ab und zu auf der Kamera auch mit drauf. Der müsste rauchen gehen. Ja, rauche. Ja. Also Raucherpause.